Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe! Sie hat recht, Melly. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Okay. Weiter geht's, würde ich sagen. Auch wenn ich wieder nicht sprinten kann. Mann, ich will doch nur dahin. Gott, die ist aber... Warum läuft die so falsch? Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Oh, okay. Boah, das passiert gerade wirklich. Hugo? Ist das noch der erste Teil? Mir, ja, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Okay, let's go. Wait a second. Wir müssen uns kurz einmal umschauen. Was für Möglichkeiten haben wir hier? Gibt es Möglichkeiten? Haben wir Möglichkeiten oder eher nicht so? Das ist jetzt ein Typ, ne? Ein Typ mit Schild. So, kriechen hierher gelockt? Geht das? Kommen Sie! Kommen Sie! Krieg ich nicht. Sie sind da. Das ist die Hölle. Macht euch bereit. Da haben wir schon mal den nächsten, den wir sagen können. Tschüss. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ob wir hier noch so schönes an Loot finden. Oh, Loot. Loot City. I love it. Gibt's hier noch was Feines zu finden? Ja, da vorne sind noch ein paar. Um die kümmern wir uns auch gleich. Gar kein Problem, gar kein Problem. Alles gar kein Problem. So, fangen wir mal an. Falsche Taste. Ja, sorry. Falsche Taste gedrückt. Kann mal vorkommen. Ne, sind aber auch einige. Okay, also wir fangen erstmal mit Johnny an da. Mit dem da. Oder auch nicht. Wir werden hier sofort gesehen. Ist ja gar nicht gut. Okay. Machen wir das doch anders. Nimm mal erstmal die Bogenschützen hinten raus. Kann ich nicht. Weil ich habe das Falsche gewählt. Sehr gut. Jetzt aber. Das lief jetzt bis jetzt nicht schlecht. Also kann man ja, also hier, hallo. Ja, da kommt noch mal her.
Traust dich nicht, ne? Traust dich nicht. Kannst du nicht. Kommst du nicht, wa? War zwar der falsche Knopf, den ich drücken wollte. Ich wollte den gar nicht haben, aber ist okay. Ist nur die Frage, für wen? Ich war doch in Bewegung, als ob der mich so treffen kann. Kann mir doch keiner erzählen. Wir sind da. Die Kathedrale. Verdammt. Das ist die Hölle. Okay. Macht euch bereit. So, wir fangen erstmal wieder mit den Pfeil- und Bogenschützen hier vorne an. Johnny 1. Tschüss. Johnny 2. Tschüss. Tschüss. Das ist das Ende. Hol tief Luft, Kind. Hat's Maul, Alter. So, jetzt kommst du noch. Ist alles gut? Alles gut. Geht's dir gut? Danke. So. In letzter Sekunde. Okay, haben wir auch geschafft. Jetzt gucken wir wieder ein bisschen nach Loot. Weil wir brauchen, wie gesagt, Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe. Ich gehe von aus, dass wir gerade zum Endboss, also ne, hier gegen den Inquisitor, dass wir da wirklich viel brauchen. Also wir brauchen da bestimmt Materialien ohne Ende. Deswegen sammeln wir, sammeln wir, sammeln wir. Und versuchen hier auch so viel wie möglich herzustellen. Inventar voll. Hier war noch was. Da lag noch was. Der große Vorteil ist wirklich, dass wir die Ratten auf unserer Seite haben. Das ist mega... Also, ist ein Riesenvorteil für uns. Warte, hier lag noch was. Das Handbuch des Inquisitors. Ist das dein Ernst? Es gibt ein Handbuch für diesen Mist? Es wurde vor vitaler Zeit geschrieben. Dann stellen wir sicher, dass es keinen zweiten Band geben wird. Wir sind da. Vitalis, Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Das ist richtig. Er fängt gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Okay, auf geht's. What the fuck? Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Okay, kommt doch. Ah, jetzt seid ihr nicht mehr so kräftig. Hä? Okay, warte, wie fangen wir an? Wir nehmen, glaube ich, erstmal die Bogenschützen raus. Bogenschützen sind super nervig. Ich finde euch. Ich kriege euch schon. So, und jetzt. Da kommen noch mehr. Das ist jetzt aber unfair von euch, Freunde. Oh Gott. Okay, vielleicht doch, also ging doch ganz gut. Unglaublich. Diese Macht. Gut, gehen wir hinein. Ich wollte noch Loot einsammeln. Hör doch auf, geh doch nicht gleich rein. Nicht. Mach doch nicht. Uns fehlt's nachher an Material. Schöne Familie. Melly. Okay, wir nehmen den Loot nicht mit. Wir nehmen ihn nicht Hilf mit. Mir. Es darf niemand herein. Das führt doch zu nichts. Ihr wollt nicht verstehen, Beatrice. Mama! Mein Kind. Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus.
Was denn für eine Schwelle? Ich will mal nicht so sein. Hugo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Na dann los. Aber das Problem ist... bei mir. Wir sind bei euch. Auf wen hören die Ratten jetzt eher? Auf ihn oder auf uns? Ja, ich kann nur geradeaus laufen. Lasst sie gehen, Vitalis! Das ist eure letzte Chance! Hugo! Keine Kräfte! Es geht mir gut, keine Sorge! Ja! Er ist ein begabter Schüler! Zu schade, dass er vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Als ob er jetzt der Lehrer ist! Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören! Aber seht euch doch an! Taumelt auf mich zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten! Genug, Vitalis! Ihr seid allein! Geht uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ja, oder du... Ich muss den Träger noch einiges lehren. Aha. Seine Freunde ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Zurück! Das Licht, sie hat's gesehen. Los! Okay, die haben keine Angst vorm Licht. Ja, das ist natürlich dann problematisch. Nein, ich helfe dir. Ich kann. Es ist unser Blut, Melly. So gut. Vernichtet ihn. Reint euch und verschlingt sie! Was zum... Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Das kann doch nicht sein. Das Feuer macht ihn gar nichts aus. Nicht zu fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen. Seht zu, Beatrice. Werdet Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Okay. Lasst sie in Ruhe! Sie sind doch Kinder! Nee, falsche Taste. Nein. Einmal die falsche Taste gemacht. Eigentlich sind Ratten ganz sweet. Echt? Weiß ich nicht. Obwohl, Hausratten schon. Also, ja, es geht. Ja, so, ne? Vorrücken! Ihr seid gekommen, um mich herauszufinden! Ja, ist ja also natürlich! Sie nicht auf. Bist du sicher? Dann los, Hugo! Das ist unsere einzige Chance! Schon wieder die falsche Taste gedrückt. So, jetzt. Meine Güte. Also ich drücke aber auch die falschen Tasten hier, das ist schlimm. Wir zeigen es ihm. Da ist er. Oh nein! Wie schnell! Okay. Ist schon ganz schön böse. So, warte. Wir rennen mal hier vor. So, warte. Jetzt gehen wir hier zurück. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Ihr werdet Zeugen, euer Geschlecht untergeht. Lasst sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Halt! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt. Haltet ein. So, wir müssen hier ein bisschen taktieren. Geht doch nicht anders. Jetzt erstmal nach hinten wieder. Kurz nochmal formieren.
Doch. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Geh weg. Pfui. So. Jetzt wieder auf Ratte. Huhuhu. Ist ja gar nicht mal so anstrengend. Das war knapp. So. Freundchen! Hugo! Amicia! Er darf seine Macht nicht missbrauchen! Wir werden dich da rausholen! Ja, also. Okay. Meinst du, das ist so gut? Wir kümmern uns drum. Okay. Lieber so. Okay, dann machen wir es lieber so. Hugo! Du fühlst es doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht! Die Gabe des Selbst! Amicia! Ich bin die Einheit! Ich bin das Blut allen Blutes, das alle und jeden verbindet! Komm zurück! Bleib bei Hugo! Fertig! Alter, was ist da mit ihm verkehrt? Ich bin doch weg. Also, was? Ich hab doch alles gedrückt. Es ist unmöglich. Also, wie kann ich ihn denn jetzt bekämpfen? Muss ich ihm jetzt hier irgendwie mit Steine in die Fresse hauen oder was? Ja, ist okay. Ist okay. Cool. Nicht so rumstehen, Amicia! Ja, ich steh nicht rum, ist alles cool. Lasst uns eins sein! Bald werden sie sich uns anschließen! Jetzt du, Hugo, schlag zu! Los, gleich hast du's! Ah, nicht bei der Rasse! Geht los, Amicia! Verliert euch durch! Ah, nein! Das Schmerzen, Amicia, das ist unmöglich! Dafür werdet ihr bezahlen! Kommt zu mir! Oh, okay. Das erste Blut! Jetzt kommt er schon wieder hier mit seiner Trompete! Was denn? Ich bin auch weg gewesen von... Was? Warum? Das wird ja wohl schlimmer. So, okay, warte mal. Wir haben Steine. Wir sammeln jetzt hier wieder Steine. Steine. Er macht hier seinen Klatscherino. Ja, kein Problem. Ich bin noch... Okay. Gut. Dann warten wir halt ab. Bis er hier sein Ding ins Moment gezündet hat. Das hat er einmal gezündet. Jetzt gehen wir hier hinten. Feinde Engel! Ich weiß, dass ihr hungrig seid! Oh, genau zu dir! Ich kann ihn nicht erreichen! Verschweige seine Ratten aus der Mitte! Verstanden! Ich locke sie zur Seite! Und seine Diener sollen sich bis zum Firmament erheben! Ja, ich bin schon weg! Ist alles cool! Was? Nein, was? Und wo kamen die denn jetzt schon wieder? Okay. Es ist doch unmöglich hier mit den Viechern. Okay, jetzt dürften wir es besser haben. Er hat keine Ratten, Dafür werdet ihr bezahlen! Wo
so näher. Okay, jetzt muss man wieder aufpassen. Das erste Blut! Gewissheit! Und nicht zu uns stehen, Amicia! Was war das denn jetzt? Ich hab das doch ausgemacht, aber vergessen, zu spät auszumachen. Das war gar nicht so clever, leider. Ist ja fast schlimmer als Dark Souls. Okay. Also, wir brauchen Stein und wir brauchen das andere Zeug. Damit wir das Feuer wegmachen können. Ich hatte davon keins mehr. Und im Eifer des Gefechts kann ich auch keins herstellen. Es ist ein Träumchen. Also probieren wir es noch ein weiteres Mal. So, jetzt habe ich das Problem, ich komme jetzt hier nicht mehr durch. Diener sollen sich bis zum Firmament erheben. Komm zu mir. Lasst uns eins sein. Bald werden sie sich uns anschließen. Meine Engel. Amicia, du machst jetzt Schmerzen. Nein. Schmerzen, Amicia. Das gefällt ja Marco lang nicht. Dafür werdet ihr bezahlen. Komm zu mir. Okay, okay, okay. Das erste Blut! So. Komm du hier wieder? So, hier hinten lassen wir mal was explodieren. Hier so Erdbeben. Genau. Okay, okay, okay. Nicht bei der Rat! Hilf aus, Amicia! So. Das ist eure letzte Schandtat. Ich habe mein Fleisch geopfert, um das Festliegen zu werden, der alles vereint. Ihr könnt mich töten! So, wir probieren die gleiche Taktik nochmal. Jetzt kommt er hier wieder mit Erdbeben. Erdbeben, Erdbeben. Okay, sehr gut. Dann nochmal Erdbeben. Oh, nee, macht er doch nicht. Jetzt kommt Erdbeben. Und jetzt macht er nochmal den Penis hoch, was gar nicht so gut ist. Ich bin noch weg gewesen! Ich raste gleich aus hier. Ich, wirklich, ich war... Okay. Auf ein neues.
Problem ist, ich bin jetzt hier eingeschlossen. Komm zu mir! Lasst uns eins sein! Bald werden sie uns anreißen! Die Flammenmissie, sie beschützen ihn! Es ist doch nicht vorbei! Ja, das war jetzt ein Problem. Das war jetzt ein Problem. Von der Position her war das beschissen. Aber machen wir jetzt besser. So, jetzt lass mal hier erstmal kurz explodieren. Komm her. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lassen wir den jetzt hier nochmal explodieren. Und jetzt lassen wir ihn darauf schicken. Da ist aber auch hier Taktik, Maktik ist ganz schön schlimm. So. Das ist eure letzte Schandtat. Ich habe mein Fleisch geopfert. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt taktisch machen. Weil er macht jetzt hier mehrere Phasen durch. Okay, zuerst macht er den Penis. Das war jetzt schlecht. Jetzt macht er den hier, das heißt, ich lasse ihn mal hier hinkommen. So, und jetzt habe ich ein Problem. Weil ich komme hier nicht durch. Also muss ich mir merken, er macht zuerst den langen, dann macht er die Dings, dann macht er wieder einen langen und dann macht er wieder einen Dings. Okay, das heißt, ich muss dann den dahin packen, den dorthin packen, dann da vielleicht bleiben und dann den nächsten. Okay, 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 okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Auf geht's. Suchen wir erstmal hier wieder hin. So, gehen wir jetzt hier in die Ecke. Und meine Diener sollen sich bis zum Firmament erheben. So, dann schicken wir hier die rauf. Hier, ne? Weil diese Kegel, die dürfen halt nicht in der Mitte stehen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder hier hinten hin. So, jetzt warten wir wieder ab. So, wieder Taktik. Dritte Phase. Ich habe mein Fleisch geopfert, um das Festliegen zu Erden, der alles vereint. Ihr könnt nicht töten, von ihm. Was subsidiert wurde. Zurück! Der Boden nach oben, der verbreitet sich länger. Ich bin die Waffe der Waffler! Das wird es nicht! Der Rietol! Der ist in den Ohren und reißt dir! Helle Scharen! Er ist zum alten Fleisch nach! Meine Engel! Ich weiß, dass ihr hungrig seid! Hugo, schick uns rein! Wer ist gefault? So, aber jetzt hat er jetzt nicht noch eine vierte Phase oder so, oder? Also komm, ey, jetzt wirklich. Meine Fresse, endlich kriegen wir diesen. Oh, lecker mio am Arsch. Das war gerade ein bisschen anstrengend. Hugo! Beruhige dich. Es ist vorbei. Zum Glück.
Das war's? Ernsthaft? Ich dachte, wir müssen jetzt auch irgendwie mit der Mutti raus und so. Aber nein. Geil. Ja, Leute. Wenn euch das Spiel gefallen hat, lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Ansonsten lasst gerne ein Like da und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, auch gerne ein Abo da lassen. Und ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns bei einem nächsten Projekt wieder bei uns hier auf unserem Kanal. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen! Was? Es ist doch noch nicht vorbei. Gut, gehen wir. Okay. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Hab ich jetzt nicht gerechnet damit. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Also okay, du spielst auch noch nicht vorbei. Hey, hey, wir haben noch ein Kapitel. Und daher, schauen wir mal. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da. Aber es ist leer. Ich kann nicht glauben, dass die Ratten tatsächlich fort sind. Hoffentlich bleibt das so. Okay. Oh, Amicia, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste. Stimmt's, Amicia? Na, komm. Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Okay. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Also, bereit. Logo! Das war gar nicht so gut. Dass ich den einen verkackt habe. Nicht übel. Gar nicht übel. Gar nicht übel. Bitte, hier hast du einen Apfel. Glückwunsch, Amicia. Oh, ich kann mir einen Apfel nehmen. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Komm schon. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Wieso? Also Jahrmarkt, also was los auf jeden Fall? Hey, seht mal. Der Kleine. Oh nein. Nein, Junge. Du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Aber doch nicht. Gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber der Jahrmarkt. Na los. Wir dürfen da nicht rein? Warte mal, wir können doch bestimmt hier irgendwie außenrum irgendwie uns reinsneaken oder so, oder? Über die Leiter hier, geht das? Lass mich doch mal hier durch. Kann ich nicht. Schau mal. Kann ich hier durch? Hey, Hugo, was?
Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Ist das für Karren? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf drei. Eins, zwei, drei. Hey! Ich wollte doch zum Jahrmarkt. Ich dachte, wir können uns so reinsneaken. Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Wollen wir wetten? Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. 20 Äpfel? Ne. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Alles da. Gut. Auf geht's. Amicia? Ja? Warum sehen Sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden. Weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Findest du mich hübsch? Ha, du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Lukas! Hey! Hilfe! Okay, das war jetzt das Ende. Dann würde ich nochmal kurz abmoderieren und würde sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Danke fürs Einschalten und lasst uns gerne wissen, ob es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns gerne bei einem nächsten Projekt wieder bei uns. Und bis dahin sage ich erstmal, eingehauen!